Max. Ich arbeite in der EDAG in Fulda seit mittlerweile fast 10 Jahren. Ich bin Softwareentwickler in der Konzeptentwicklung und ja, wir machen vorwiegend so Kleinserien, Prototypenentwicklung, Showcasts zum Teil, also viel in der Stückzahl 1. Ich habe mit dem dualen Studium angefangen bei EDAG. Das ging dann 3,5 Jahre und beim dualen Studium bekommt man schon mal auch viele Einblicke in die Praxis, auch in das allgemeine Projektgeschäft jetzt auch bei EDAG und vor allen Dingen lernt man das Unternehmen halt auch schon mal kennen. Also ich dachte auch nicht, dass man bei EDAG so früh in Berührung mit KI kommt, aber dadurch, dass in vielen Bereichen wie im autonomen Fahren das einfach sinnvoll ist, auch KI einzusetzen und EDAG in vielen Bereichen auch einfach neu denkt, wie jetzt das Citybot-Projekt zum Beispiel auch zeigt, ist es eben schön, dass man das bei EDAG dementsprechend auch ja, erleben und erfahren kann und daran mitarbeiten darf. Ja, ich spiele seit mittlerweile 22 Jahren Handball, was halt ein super Ausgleich ist und sich auch super mit der Arbeit ergänzt einfach. Zum einen natürlich gegenüber der sitzenden Tätigkeit vom Bildschirm einfach sich halt mal bewegen und Sport zu treiben, aber zum anderen natürlich auch mit dem Team zusammen. Es ist ja ein Mannschaftssport und kein Einzelsport und man muss ja im Team zusammenarbeiten, was man halt auch direkt dann wieder auf die Arbeit übertragen kann, weil genauso hier als Einzelplayer, nenne ich es jetzt mal, kommt man auch nicht viel weiter. EDAG bietet auch, sage ich mal, Kreativdenkenden und Leuten, die mal über den Tellerrand rausschauen, halt auch viele Möglichkeiten, um eben in diesen zukunftsträchtigen Projekten mitzuarbeiten und einfach auch die Anforderungen halt auch selbst zu definieren und auch einfach mal Sachen neu auszuprobieren, um eben ja, die Zukunft aktiv selbst mitzugestalten.